열심히 해야 됩니다. 네, 바로 프란트의 의원님은 브레이킹 뉴스 프로듀스키 의원님과 거울을 흉내한 힙합 콘테스트에 참여하세요. 네, 우승하신 분께는 저희 DFK의 신필사인 담긴 CD를 선물로 드리겠습니다. 네, 팬스로 참여하지 못하는 관객 여러분들도 저희 DFK의 사인 CD를 받으실 수 있는 기회가 있으시니까요. 네, 놓치지 마시고요. 네, 저희가 특별히 준비한 메시지도 있으니까요. Don't miss it! 네, 지금까지 우리 APS에서 조리! I'm a bad man. Hey, hi und herzlich willkommen vom Denkhorst 2013 von Project K und die Markebrille bei dem Koreanischen Filmfestival in Frankfurt. Wie ihr gerade in der BLT-Message mitbekommen habt, gibt es noch eine richtige Message, die dann später erfolgt. Wir sind jetzt hauptsächlich hier für die ganzen Tänzer. Ich führe euch eben halt durch das Programm. Ich werde euch erklären, wer dann drankommt, mit welchem Song auftritt, damit ihr auch Bescheid wisst. Im Folgenden sieht es so aus, dass wir 6 Solo-Tänzer haben, die auftreten und danach 10 Tanzgruppen, die zu K-Pop-Musik tanzen. Wer der Sieger aus den jeweiligen Kategorien wird, entscheidet die Jury, die dann sponsert. Ich sage trotzdem. Wir haben dort Ilvi, Thomas, Gina, Kinga und Johnson. Wir sind alle Vertreter von Project K oder Bemerkte. Johnson ist einer, der K-Pop von schreibt. Vielleicht kennt ihr Lady Code, der einmal davon gewesen. Demnächst wird er auch bei einem Songwriting hier teilnehmen für SM Entertainment. Also vielleicht können wir auch in Zukunft noch mehr von ihm hören. Genau, die Jury wird entscheiden. Das Publikum hat allerdings auch die Möglichkeit, die Jury zu beeinflussen. Könnt ihr machen, indem ihr dann richtig viel Stimmung hereinbringt und eure Favoriten anfeuert. So, und jetzt will ich auch gar nicht mehr allzu viel sagen. Nein, das kann ich nicht mehr.